Jakob Grimm fragt, wer genehmigt die Installation von Satelliten im Orbit? Ja, lieber Jakob, also wenn mit der Installation hier der Transport und die Positionierung im Weltall gemeint ist, dann ist tatsächlich die Antwort darauf, dass es eigentlich jeder einfach machen darf. Das Universum, das gehört ja niemandem. Allerdings braucht man eine Genehmigung für den Start im jeweiligen Land. In Deutschland kann das schwierig werden, da man keinen Raketentreibstoff besitzen darf, denn das fällt unter das Kriegswaffengesetz. Jetzt ist es auch so, allein SpaceX will ja insgesamt 42.000 Satelliten im Orbit haben. Wenn jetzt aber jeder wie SpaceX seine Satelliten einfach ins All schießt, dann gibt es das Problem mit dem Elektroschrott und Kollision. Eine internationale Regelung wäre also eigentlich echt mal angebracht, gibt es aber bisher noch nicht. Und ehrlich gesagt ist das auch eine ziemlich schwierige Kiste, weil da müssten sich ziemlich viele Leute einigen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und wenn ihr noch eine andere Frage habt, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Wissenscontent supporten wollt.